Hallo meine Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wie ihr schon am Titel sehen könnt, habe ich heute einen DM-Haul für euch. Ich habe ein paar Beauty-Produkte geshoppt und auch ein bisschen was zum Essen ist mit dabei, was ich euch heute gerne zeigen möchte. Es ist nämlich so, dass ich schon länger nicht mehr so viel geshoppt habe bei DM, weil viele Produkte oder Neuheiten mich einfach nicht mehr interessiert haben und jetzt zwar doch einiges mit dabei. Fangen wir doch gleich mal an mit einer Marke, die es jetzt ganz neu bei DM gibt, und zwar ist das Biore. Die kenne ich bereits aus Korea, also als ich vor 2 Jahren dort war, habe ich die Marke dort bereits auch schon gesehen und gekauft habe ich mir damals aber, glaube ich, nichts, obwohl ich schon sehr viel Gutes von der Marke gehört habe. Soviel ich weiß, gibt es insgesamt 4 Produkte bei DM. Ich habe mir direkt mal 3 Stück gekauft, weil es mich doch sehr interessiert. Und zwar haben wir hier einmal die 1 Minute Thermomaske, und zwar sind hier 4 Sachets drinnen, für normale und fettige Haut geeignet. Diese Maske soll eben in nur 1 Minute gereinigte Poren verleihen. Hier steht jetzt mit natürlicher Aktivkohle, bekannt für ihre Fähigkeit, Unreinheiten zu umschließen und zu entfernen. Die einzigartige Formel erwärmt sich durch den Kontakt mit Wasser, um Poren zu öffnen und um verstopfenden Schmutz und Talg zu entfernen. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf, vor allem weil man das halt auch nur 1 Minute auf das Gesicht gibt. Als nächstes habe ich hier tiefenreinige Clear-Up-Strips mit Aktivkohle, da sind 6 Stück drinnen. Die Preise blende ich euch immer übrigens hier unten ein, damit ihr gleich wisst, wie viel die kosten. Ich mag solche Clear-Up-Strips auf jeden Fall total gerne. Ich nutze immer die von Rossmann, weil die auch sehr günstig sind. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie die im Vergleich zu denen sind. Und als drittes Produkt habe ich hier das Puderpeeling mit Backpulver. Das habe ich als erstes auf Instagram gesehen und fand es doch sehr interessant. Das ist halt auf jeden Fall hier so ein Puder und das wird mit Wasser angemischt und dann auf dem Gesicht verteilt. Hier steht, dass es tiefenreinigend ist und sanft von Hautschüppchen befreien soll. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Bezüglich der Inhaltsstoffe, weil ja da doch sehr viele drauf achten, kann ich euch jetzt nicht so viel dazu sagen, weil ich achte nicht auf die Inhaltsstoffe. Als nächstes habe ich hier ein neues Produkt von Balea, und zwar ist das das Duschpeeling Sommerliebe. Das ist mit Melonenduft und das riecht richtig gut. Also überhaupt nicht künstlich, sondern sehr natürlich eben nach Melonen, also Honigmelone, Wassermelone. Und es ist einfach, finde ich, vom Duft her perfekt für den Sommer. Als nächstes habe ich mir die neue Mascara von L'Oreal gekauft. Und zwar ist das die Mega Volume Miss Baby Roll Mascara. Die soll vor allem Schwung und Länge verleihen, was sie definitiv auch tut. Ich habe sie jetzt schon ein paar Mal verwendet. Allerdings hat sie eine relativ feuchte Textur und verklebt meine Wimpern ein bisschen. Also ich werde die auf jeden Fall noch weiter testen. Von der Bürste her ist sie auf jeden Fall mal ganz anders als die, die ich bisher kenne. Es ist eine Gummibürste und die sieht halt aus wie so ein Lockenwickler. Also so wirkt L'Oreal auch damit. Und ja, wie gesagt, mal schauen, wie ich sie so über den längeren Zeitraum finde. Dann habe ich mir noch ein neues Haarspray gekauft. Und zwar ist das von L'Oreal, das Elnett Deluxe Haarspray für starken, halb sanfte Wellen. Das ist auch neu, weil es mit Amylaöl ist. Ich weiß zwar jetzt nicht genau, was Amylaöl sein soll, aber ich mochte das goldene Haarspray bisher immer sehr gerne. Finde ich auch mit am besten. Jetzt bin ich gespannt, wie dieses hier ist. Dann kommen wir doch zu meinen nachgekauften Produkten, die ihr mit Sicherheit auch schon öfters auf meinem Blog gesehen habt, wenn ihr dem folgt. Und zwar ist das einmal von Batiste das Trockenshampoo für dunkles Haar. Mag ich einfach am liebsten, weil die weißen, also die machen bei mir doch einen ganz leichten Grauschleier, was mir jetzt nicht so gut gefällt, und hier ist das eben nicht so. Ein weiteres Nachkaufprodukt, welches ich mir schon seit Jahren nachkaufe, ist von Microcell der Nagelhärter. Die Kur habe ich vor einigen Jahren mal gemacht und seitdem habe ich wirklich sehr starke Fingernägel, die mir eigentlich auch sehr selten abbrechen, also die sind wirklich sehr hart. Ich denke, ihr seht das immer auf meinen Bildern, die ich auf Instagram poste. Und mittlerweile nutze ich es nur noch als Base Coat und wie gesagt, wird immer wieder nachgekauft. Genauso wie die Nivea Reinigungstücher, die ich letztes Jahr für mich entdeckt habe. Die habe ich auch schon in meinen Jahresfavoriten erwähnt. Die entfernen nicht nur das Make-up sehr gut, sondern die riechen halt auch noch total gut nach der Nivea-Creme, was ich halt sehr gerne mag.
Das war es auch schon mit den Beauty-Produkten, die ich mir gekauft habe. Aber ich habe mir ja, wie gesagt, auch ein bisschen was zum Essen geholt. Und zwar habe ich hier einmal von Davert, ich hoffe, man spricht die Marke so aus, diese Chia Cups. Die habe ich auf der Consumenta letztes Jahr kennengelernt und fand es total lecker. Soviel ich weiß, gibt es davon insgesamt 4 Sorten. Und zwar habe ich jetzt hier einmal Mango Kokos, nur Kokosnuss und einmal Schokolade. Diese beiden Sorten hier, also Mango Kokos und Kokos, kenne ich bereits und finde ich sehr lecker. Die sind halt sehr praktisch zum Frühstücken, wenn man jetzt zum Beispiel in der Früh keine Zeit hat und einfach nur schnell was mitnehmen möchte auf Arbeit, dann ist das halt echt super, weil man die einfach nur mit lauwarmem Wasser aufgießen muss, ein bisschen wartet und dann kann man das auch schon essen. Schokolade kenne ich jetzt noch nicht, aber wollte ich jetzt eben auch mal probieren. Also wenn ihr Chiasamen gerne esst, beziehungsweise Chia-Pudding, dann probiert die mal. Neu entdeckt habe ich bei DM diese Falafel hier. Ich weiß jetzt nicht, ob die neu sind, aber das ist so die Biomarke von DM. Ich habe bisher immer die von Alnatura mir gekauft und die sind hier aber günstiger. Mal schauen, wie die schmecken. Ich brate mir die immer in der Pfanne und esse sie dann mit Salat und so einem Kräuterquark. Richtig lecker. In irgendeiner Foodbox hatte ich mal diesen Drink, also das ist von Fria, der Basil Seed Superfood Drink. Ich glaube in der Degusta-Box, bin mir jetzt allerdings nicht sicher. Und da gibt es ja noch eine andere Sorte, die finde ich aber nicht so gut. Also die hier mag ich lieber. Die ist auf jeden Fall mit Basilikumsamen, Rosenblüte und Wechselkirsche. Gibt es, glaube ich, auch nur bei DM, beziehungsweise habe ich es auch nur da bisher entdecken können. Und wenn ihr das so gekühlt trinkt, schmeckt das richtig lecker. Als letztes habe ich mir noch einen Tee gekauft. Und zwar ist das von Teekanne türkischer Apfel. Den hatte ich schon öfters und den kaufe ich immer wieder nach, weil ich den einfach richtig lecker finde. Also wenn ihr gerne so Früchtetee trinkt, beziehungsweise so den türkischen Apfeltee kennt, dann probiert den mal. So meine Lieben, das war es jetzt auch schon mit meinem DM-Haul. Wenn ihr an irgendeiner Review interessiert seid zu irgendeinem bestimmten Produkt, dann hinterlasst es mir doch gerne in den Kommentaren. Aber zu der Marke Biore wird es, denke ich mal, in den nächsten Tagen auf jeden Fall was auf meinem Blog zu lesen geben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!